Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster in einer neuen Woche am Ostermontag. Frohe Ostern euch allen. Habe ich euch ja im Planet Coaster noch nicht gewünscht, da am Wochenende ja keine Folgen kommen. Ja, wir bauen heute weiter an unserer Go-Kart-Bahn. Und da war ein sehr, sehr cooler Name gekommen. Für die Bahn mit, ja, einem, für, von einem Spiel der Name, mit dem ich unheimlich viel aus der Kindheit verbinde. Unzählige Stunden an Spielspaß mit meinem Bruder zusammen. In Teil 3, 4, Underground, Underground 2. Ja, jetzt kommen vielleicht die ersten schon drauf. Und zwar Need for Speed wird die Bahn heißen. So. Und das Schild können wir damit jetzt auch schon mal beschriften. Ich weiß noch nicht genau, ob ich wirklich auch Need for Speed draufschreibe oder die... Hallo? Oder das Kürzel NFS. So, wir brauchen auf jeden Fall eine andere Schriftart. Die sieht sehr merkwürdig aus damit. Die passt überhaupt nicht. Die passt auch überhaupt nicht. Racing, ja. Wobei selbst Racing irgendwie komisch aussieht. Wenn wir einfach wirklich nur NFS nehmen. Ich glaube, das sieht sogar besser aus, oder? Ich glaube echt, das sieht sogar besser aus. Ich hätte gerne ein richtig helles Weiß. So. Ja, Glaswände, 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 Glaswände. Ich sollte mal gucken, ob wir Glaswände haben. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube sowas... Doch, wir haben sogar Glaswände. Ich glaube, dann würde ich aber nichts hier vorne mit Glaswänden machen. Ich glaube, dann mache ich das hier hinten alles voll verglast. Ich glaube, dann mache ich das lieber so. Ja. Oh, jetzt hat sich das hier wieder geschlossen. Filter, Baumaterial, Glas. Warum steht hier Glas? Ach so, das ist nicht alles übersetzt. Das ist eine kleine Glaswand, das wollen wir nicht. Kann das sein, dass man da extrem wenig durchgucken kann? Ich muss gerade erstmal schauen, inwieweit ich die einfärben kann. Die kann ich nicht einfärben lassen. Das ist ein bisschen schade. Ich überlege, ob ich das dann... Das ist schon ganz cool mit dem Glas. Ich überlege aber, ob ich das dann nicht erst hier anfangen lasse. Ich muss mir das mal bei einer Seite angucken. Hups, wie das aussieht, wenn ich das komplett damit zubetoniert habe. Was meint ihr denn dazu? Wenn, dann würde ich das aber, glaube ich, mit diesen Halbwänden machen. Dass ich dann hier... Dass die Fenster immer gleich sind und ich nicht immer diesen Versatz drin habe. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr modern aus. Es ist schade, dass das nicht durchsichtig ist und es ist schade, dass ich das nicht noch irgendwie einfärben kann. Das sind meine zwei großen Kritikpunkte hier an dem Glas. Ansonsten finde ich das eigentlich ganz nice. Sieht doch eigentlich ganz cool aus, so, ja, so modern halt, ne?
Innen drin ist es ein bisschen im Schatten. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde es eigentlich gut. Ich würde auch gerne hier noch irgendwo so eine Tribüne hinmachen. Ich weiß nur noch nicht wo. Vielleicht mache ich hier eine Tribüne hin. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das finden wir schon raus. Und ja, ich werde die Go-Kart-Bahn natürlich auch noch mitfahren. Ihr kennt mich doch mittlerweile gut genug eigentlich. So. Ja, und auch bei einer Go-Kart-Bahn kann es nicht schaden, ein bisschen mit Pflänzchen zu basteln. So. Nein, zu groß. Hier so eine Hecke vielleicht. Könnte man aber rein theoretisch auch so machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wobei ich glaube, ich doch noch am ehesten zu der Hecke tendiere. Aber niedrig, ganz niedrig. So, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Vielleicht sagt ihr auch, oh nee, mach weg das Zeug. Das ist eine Autostrecke. Beziehungsweise eine Go-Kart-Bahn, da gehört kein Grünzeug dran. Kann ja auch sein. Dass ihr das eher so seht. Ich mache das jetzt aber gerade erstmal so. Dass ich auch hier ein bisschen Grünzeug dran klatsche. Einfach, um das ein bisschen, ja, aufzulockern, ne? So eine richtige Racing-Fahne wäre als Deko noch cool. Dass ich die hier irgendwie außen an das Gebäude noch dran patschen könnte. Gebäude. Ich guck noch mal durch. Vielleicht finden wir noch was bei Dekor vielleicht. Filter mal zurücksetzen, bitte. Gut. Oh, wir könnten hier noch mit Lampen drin arbeiten. Ja, Rennflagge. Da sträuben sich jetzt wahrscheinlich denjenigen unter euch, die Rennen begeistert sind, sträuben sich jetzt wahrscheinlich sämtliche Nackenhaare, weil ich irgendwas mit der Haltung der Fahnen falsch mache oder sowas. Weil je nachdem, wie eine Fahne gehalten wird oder gewedelt wird, hat es ja noch irgendwie eine andere Bedeutung. Aber da habe ich einfach keine Ahnung von. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das Einzige, was ich früher mit meinem Opa immer ganz gerne geguckt habe, tatsächlich war DTM. Wobei ich das. Es hat mich damals. Hallo? Es hat mich damals aber immer sehr genervt, muss ich sagen, dass mein Opa immer den Ton ausgemacht hat. Das fand ich schon immer schrecklich. Fernsehgucken ohne Ton. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall. Die könnten wir eigentlich auch draußen noch mal so ein bisschen schräg hinhängen. Hier nicht so, sondern ich sollte vielleicht auch die Winkelausrichtung wieder ausmachen, sondern so. Und dann den Spaß auch noch mal hier hin.
So, gut. Gut. Das ist doch schon mal so ein bisschen das, was ich wollte. So, Flutlicht. Umgebungslicht, Flutlicht, Umgebungslicht. Flutlicht war, glaube ich, das, was ich wollte, was hier den besseren Effekt hat, den ich mir wünschen würde. Wir schalten mal auf 20 Uhr um. Hallo, wo ist mein Flutlicht? Das ist doch cool, wenn man das da so direkt oben drunter klatscht als Lampe. So, und jetzt bitte. Ganze noch mal hier so hin. So. Guck mal hier, hell erleuchtet. Hell erleuchtet. Das ist nun die Frage, machen wir hier auch noch sowas hin? Vielleicht tendiere ich hier tatsächlich eher zu dem Strahler. Der ist aber bei Szenerie, ne? Interessanterweise ist er da, glaube ich, bei Requisiten. Und da ist er, jo. So, vielleicht, ja. Ich möchte den aber gerne noch einfärben. Das ist doch ganz cool. Oh, hier, unsere Station ist doch richtig schick. Die ist doch richtig schick. Ich gehe jetzt trotzdem mal wieder auf den Nachmittag. So. Na, eigentlich könnten wir dann ja schon. Ich würde gerne noch, ich würde gerne noch, ich würde gerne erst noch. Warte mal, Szenerie. Nee, Gebäude wollte ich in Baupläne. Nee, das war nicht das, was ich suchte. Wo waren denn hier? Das sind Parkeingänge, Tickethäuschen. Großer Märcheneingang. Sieht fast so ein bisschen aus schon wie Schloss Neuschwanstein hier. Das ist wirklich ein Parkeingang. Das war das Tor. Das war der kleine Märcheneingang, ja. Das heißt, den kann ich mir hier eigentlich rausnehmen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Damit ich es in dem Stil halten kann, wie jetzt hier auch die Station ist. Wo haben wir denn hier diese Gestänge? Wo ist die Wand überhaupt? Wo ist das denn jetzt? Wo sind die Wände hin? Hier.
Aber gab's nicht noch? Ja, genau. Ich dachte vielleicht, dass man... Dass man... Ich mach das jetzt hier mal wieder. Ich mach das jetzt mal wieder so, wie ich das letzte Mal gemacht habe. So. So eventuell. Verschieben. Ich weiß aber nicht, ist das wirklich ein guter Eingang? Ach ja, so schlecht ist der gar nicht, oder? Oh je. Wir können ja noch ein paar Bäumchen dran pflanzen. Irgend sowas Kleineres. Das ist nichts Kleineres. Das ist was Größeres. So, irgendwie so in der Richtung vielleicht. Und da jetzt nochmal ein Schild dran. Sogar noch alles eins. So, angepasst. Wandschilder. Das hier, das gab es doch auch in klein, oder nicht? Das ist nicht so richtig klein. Aber wie wäre es denn hier so einen Pfeil anzubringen? Ach, der ist auch so groß. Nein, das ist irgendwie... Das ist irgendwie merkwürdig, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, für heute war es das erstmal wieder. Nächste Folge werden wir dann die Attraktion eröffnen, denke ich mal. Und dann wird es auch mit dem Theming rund um die Go-Kart-Bahn weitergehen. Ich bin ja einfach mal gespannt, was ihr jetzt zu der Sache hier sagt mit dem Flutlicht, mit dem Strahler, mit den Start-Ziel-Flaggen, mit der Glaswand hinten raus. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und würde mich freuen darüber, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei sein würdet. Für heute auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!